Ja, bis jetzt ist die Demo noch gar nicht bei uns. Das heißt, wir haben jetzt freie Fahrt überall, aber wenn dann die Demonstranten unsere da in die Gegend kommen, insbesondere da am Heldenplatz, dann wird es relativ schwierig für uns überhaupt nur irgendwo hinzufahren. Bis jetzt alles vom Feinsten. Deswegen fangen wir auch so früh an, damit wir möglichst viele Einsatzkräfte erwischen. So. Frankfurter bitte. Von welcher Seite müssen die Frankfurter drin? Hannes. Frankfurter sind? Rechts. Jetzt kriegen wir eine Frankfurt da, was müssen wir? Danke sehr. Bitteschön. Servus. Ja, da müssen wir da unten den ganzen Polo aus der Zahnung. Ach so, wer hat die ganze Zeit auf die Show gesagt? Ja, so, ja. Ja, so, brauchen wir auch nicht. Ich fahr die zwei Autos bei den. Ich nur bei Frankfurt. Irgendwo bald Frankfurt. Ja, ist der Raum. Weil das ist, weil du so ein Sandforst bald. Das soll ich machen, du wirst gleich wohnen. Greift's zu. Aber ja. Was willst du denn? Du bist nicht mehr Frankfurt dabei. Boi! Du bist der Würstelmeister. Ja, sicher, das ist er. Bitte, Schüler. Einmal Frankfurt. Hat vorher der Lehrer schon gesagt, die dürfen nicht oder was, oder dabei nicht, weil die müssen erst einmal. Frankfurt hat nicht mehr Herr Jacker. Dann nehmen wir Frankfurt. Ja, die meisten Kollegen sind von 10 Uhr vormittags oder schon weit oder weitaus früher noch schon unterwegs und haben dann relative Probleme, um die überhaupt, insbesondere um die Uhrzeit, dann etwas Warmes zu bekommen. Und deswegen bemühen wir uns gerade heute auch, dass wir was Warmes zu essen mit haben. Selber hier. Wir haben keinen Platz mehr. Gotcha, danke. Danke dir. Bitte. Servus. Servus. Ah ja, genau, Peter. Wo ist das? Oh, weil du musst nicht wissen, auf was. Du hast hier so viel Zeit. Nur eins. Einmal eins. Hast du den Erik gedacht? Ja, aber anders. Eher normaler Senf. Bitte, du hast sogar was gekocht für uns. Du bist ein Teufelskerl. Hast du nur Frankfurter? Saftel darf man annehmen. Ja, warte, komm ich gleich. Ich muss mir nicht Pulsa geschwächt haben. Ja, grundsätzlich sind wir dazu da, die Kollegen hier zu unterstützen. Nicht? Wir sind Personalvertreter. Wo kann man es besser unterstützen als draußen im Einsatz? Natürlich auch am Verhandlungstisch. Aber auch hier ist es wichtig, dass man bei einer ist. Es kann Verletzte geben, es kann Hilfestellungen geben durch die Personalvertretung. Und was wir auch machen, wir schauen einfach, dass sie verpflegt werden, weil sie sicher 24 Stunden schon im Dienst sind, die meisten. Bitte schön. Danke. Ein Bau Frankfurt mit Ketchup. Frankfurter? Meine persönliche Motivation, warum ich das mache, ist, ich habe mich als junger Kollege immer gefreut, wenn der Bertel gekommen ist und uns mit Essen und Getränken versorgt hat. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das möchte ich auch machen, weil es mir einfach gefällt, wie sich die Kollegen freuen, wenn wir kommen. Ja, und so mache ich das eigentlich. Und weil zum Teil natürlich auch die Behörde versäumt, die Kollegen anständig zu versorgen.